Hi, es geht ja nichts über ein zartes Stück Fleisch, das von grober Magie erschlagen wurde. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Thaumaturgin. Hast du Thaumaturgin gesagt? Hat diese Magierin gerade eine Gildenprüfung abgelegt? Ah, Meister Alchemist, was führt dich zu meinem Bazar an diesem schönen Morgen? Die werte Dame hier hat soeben einen prächtigen Geier erlegt. Du wärst überrascht, wie viel dieser zepterschwingende Magier von Schneewind und Krallen zerfetzt werden. Wie viel dieser zepterschwingende Magier von Schneewind und Krallen zerfetzt werden. Nach deren Fleisch verlangt es mich nicht gerade. Meine verdammten Brüder, nicht schon wieder. Okay. Lalas. Okay. Kupfer, Kobalus, Riesenschildkröte, Panzerschale, Bete, Spukgespenst. Das Sachen, die da hinten sind. Nee, dann gebe ich erstmal hier eine Quest ab. Ja, sie kurz davor. Okay. Ich hab Fragen. Ah, willkommen zurück, Adaria. Du scheinst dich wacker geschlagen zu haben. Beide Augen sind noch vorhanden und dein Gesicht scheint unversehrt zu sein. Es ist ein wahrlich grauenhaftes Gefühl, wenn die eigenen Zauber durch abscheuliche Verletzungen unterbrochen werden. Das ist eine der einfachsten Prüfungen, wenn du mich fragst. Halte ich fern von spitzen, schlitzenden und schlagenden Dingen. Wenn du das Ende der arkanen Karriereleiter erreichen möchtest, das weiß doch jedes Kind. Das Glück in den Kämpfen holt dir ihr Feuer aus der Entfernung schleudern. Ich liebe es, die Abscheu im Gesicht von Gegnern in der Ferne zu sehen, die von meinen tödlichen Sprüchen getroffen werden. Wir Thaumaturgen sind Meister der Offensive, aber von Verteidigung verstehen wir nichts. Unsere effektivste Strategie besteht darin, unsere Gegner mit gewaltiger Kraft zu besiegen, ehe sie zurückschlagen können. Ehre ist etwas für Ritter und tote Magier. Adaria, deine Studien scheinen Fortschritte zu machen. Ich belage und du wirst das Schlachtfeld mit deinem Zerstörungswut beherrschen. Oh je. Ein wütendes Lala. Also ist es wahr, Buki. Versuch nicht, dich zu verstecken, Bigo. Oder du, Bunny. Oder Besi. Oder Boha. Coco Pussy, was machst du denn hier? Du hast es versprochen. Du hast versprochen, mich als nächstes zu unterrichten. Ja, natürlich habe ich das, Busi, aber da er hier war äußerst hartnäckig. Nein, war ich nicht. Und wieder einmal lässt du mich links liegen in der Hoffnung, dass ich meinen Herzenswunsch aufgebe. Warum tust du mir das an? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Bitte, Pussy, sprich nicht solch verletzende Worte. Du weißt doch, wie sensibel Bigo ist. Das war Coco Pussy, unser jüngster Bruder. Er möchte unbedingt auch ein Thaumaturg wie wir anderen werden. Aber es ist einfach nicht möglich.
Der Äther ist sehr schwach ausgeprägt in dem armen Jungen. Wir dachten, wir hätten ihn überzeugt, sich mit seinem Schicksal abzufinden, als er der Alchemistengilde beitrat. Er strebt noch immer den Weg zur Thaumaturgie an. Kokobussi ist so besessen davon, dass er jeden wachen Moment damit verbringt, experimentelle alchemistische Tränke zu brauen. Ich versuche nach einem Weg, seine Fähigkeiten der Arkanenmanipulation zu steigern. Nun, das wird nicht deine Sorge sein. Zurück in den Abgrund, junge Thaumaturgin. Das meine ich auf äußerst motivierende Weise. Kann ich mir kaum vorstellen. Yay. Ja, Daria. Ja, die Aura der Macht, die dich umgibt, ist deutlich spürbar. Das grelle Licht fängt an, mich zu blenden. Deine heutige Lektion wird von Kokobani unterrichtet. Geh zu ihm und höre dir etwas aus dem Kapitel Die Gefahr des Mangels an. Aha. Nun, Daria, du bist also gekommen, um etwas von dem drittältesten Bruder zu lernen. Wie? Ich kann dir jedoch versprechen, dass deine Ausbildung nicht drittklassig sein wird. Warte mal. So kann ich mich wenigstens von hinten so ein bisschen. Mir tut so der Rücken weh. So, und ich habe schon wieder die Rückenschmerzen vom Herrn. Du bist also gekommen, um etwas von dem drittältesten Bruder zu lernen, Wien. Ich kann dir jedoch versprechen, dass deine Ausbildung nicht drittklassig sein wird. Was hatten wir gerade? Lass uns mit einem Auszug aus dem zweiten Kapitel beginnen, ja? Bist du bereit? Nicht nochmal kurz für kleine Mädchen? Nun denn. Die Gefahr des Mangels. Oh, welch unbarmherzige Macht wird auf Befehligen. Die angsterfüllten Körper unserer Feinde werden von Flammen verschlungen, von Eis eingeschlossen und von Blitzen durchzuckt. Aber herrje, die Verzweiflung, wenn der Quell versiegt. Die Flammen verlöschen, das Eis schmilzt und die Blitze versprühen keine Funken mehr. Kenne diese Gefahr und bedenke die Grenzen deiner sterblichen Hülle. Ein schrecklicher Gedanke, nicht wahr? Die Thaumaturgin, die ihren Arkanen Reserven aufgebraucht hat, ist nichts weiter als eine Frau mit einem Stock und einem lustigen Hut. Für uns Magier ist die ätherische Energie in unseren Venen unser Lebensblut. Sollte uns diese wertvolle Ressource im Kampf ausgehen, sind wir so gut wie tot. Um die Kosten deiner Macht zu kontrollieren, musst du einen Sinn für das ätherische Gleichgewicht entwickeln. Die Waage kann sich in eine von zwei Richtungen neigen, Licht oder Schatten. Wenn dein Geist sich in die Schattenrichtung neigt, wird deine Thaumaturgie von einem Zustand namens Schatteneis beeinflusst. Die Stärke deiner Sprüche nimmt ab, aber sie erfordern auch weniger Energie. Auf der anderen Seite nimmt die Stärke deiner Zauber im Zustand Lichtfeuer zu. Allerdings zu einem erhöhten Preis an ätherischer Stärke. Nun, da du das Konzept des ätherischen Gleichgewichts und effektive Zaubermethoden kennst, bitte ich dich, 8 Mäuche zu erschlagen. Bitte versuche, wenn möglich, im Leben zu bleiben. Es schadet meinem Ruf, wenn einer meiner Schüler im Leichensack zum Ossarium zurückkehrt. Nun denn. Ich werde aber erstmal ins westliche Tarnalang gehen. Die letzten Messeriumsviecher machen. Ne, so viel fehlt dir nicht mehr. Gerade dumm. Wo ist er da? Warte, ich hole mal ganz kurz meine Decke.
So. Habe ich wenigstens irgendwas Kuscheliges hier. Ja. Schön. Jetzt kann es weitergehen. Im Keller ist es tatsächlich verteufelt kalt. Und oben ist es jetzt auch nicht so viel wärmer, weil wir jetzt... Wir haben tatsächlich heute das erste Mal die Heizung angemacht. Es ist einfach so kalt. Ich finde es so witzig, im Frühjahr, wenn es gerade diese Temperaturen hat, ist es mega angenehm und mega warm. Im Winter, also Richtung Winter, Herbst, Winter, wird es einfach so arschkalt. Okay, das haben wir. Jo, wir bauen noch einen Bomber. Dann wären wir Stufe 14. Der Mitstreiter hat aber auch schon wieder viel gemacht. In der Stufe 14. Klartraum haben wir bereits. Dungeons abschießen. Oh, es fehlt nur noch einer. Dann hätten wir das tatsächlich komplett. So, die Spukgespenster machen wir noch nicht. Die hauen uns wahrscheinlich einen rein. Panzerschalen könnten wir. Wenn ich sie finde. Da vorne sind sie. Schuss? No. Ich will auch. Gib mir auch. Das ist Laune auf 100%, wir wegknuddeln. No. Yay, Stufe 15. Oh. Bin ich froh, bin, wenn ich fliegen kann. Boah, ja, ich bin nicht so ein Kuschelmonster. No. Ich aber meistens auch. Durch Alk war die auch kuschelig. Ich hab Knuddeln gehört. No. Kaum hört der Knuddeln, kommt dann wieder raus. Der hat eine Kuschelbedürftig, kann das sein? Oh Gott, die Katzen prügeln sich wieder. Wenn es laut wird, das sind die Viecher. Gut, dass ich eine Strumpfhose anhab. Huch.
Schau, Black Panther, no. Ich lass dich doch auch. War doch nur ein Witz, ein Spaß, ein Joke. Ich freue mich doch, dass ihr wenigstens dann im Berg seid. Freue mich doch immer drüber. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng tatsächlich. Ah! Ich häng fest. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Habe ich mal erwähnt, dass ich den Taumaturgen hasse? Voll cool, das ist besonders toll. Ich erinnere mich immer gerne an meine erste Führung, weil er gerufen hat. Und auf einmal um die 100 Fursuit tragenden Fairies ein der Haufen gebildet haben. Ja. Süß. Brauch eine Schildkröte. Brauch eine Schildi! Da ist eine. Autsch. Gibt's irgendwas Wichtiges mit 15? Wenn ihr den metallmagischen Attacke aus... Oh, shit. Mana Schild. Ah ne, ich hab schon. Brauch kein Schildi mehr. Okay, da gibt's kein Schildi mehr. Dann gibt's kein Schildi mehr. Ich weiß, wir müssten eigentlich auch schon zu Lotro wechseln. Aber ich würde gern gleich noch die eine Ini, also die Stufensteigerung schaffen. Wir sehen auf die Main für Bonus. Alles gut, alles gut. Es ist nur noch ein Level. Dann habe ich es auch bald. Huch. Ich soll die Transposition Transposition mal verwenden. Das ist das Schlimmste. Ich hasse diese Klasse hoch. Ihr müsst gebaut. No. Ich hasse diese Klasse. Ich hasse sie. Sie ist furchtbar. Sie ist langweilig. Für gewöhnlich mag ich Schwarzmagier in Final Fantasy. Aber in Level 14 hasse ich ihn. Liegt vielleicht aber auch an den frustrierenden Klassenquests, die ich öfters gemacht hatte damals. Bin ich über 30 hinweggekommen, weil ich an dieser einen scheiß Klassenquest bis heute festhing. Ich bin verhungert auf meinem Main. Mm-hmm.
Alter, ich hasse Auris jetzt. Das sind alles Soldaten. Giftkröte müsste da unten sein. Brauche nicht mehr viel zur Stufe 16. Na, natürlich. Erstmal noch nach oben rennen. Yay, Stufe 16. Oh mein Gott. Ich kann endlich. Ich kann Stufensteigerung machen. Nice. Okay. Ich bin in der Taumaturgengilde, falls du mich suchst. Es sei denn, ich mache irgendeine Nebenquest. Steht da immer noch? Ich mache jetzt gerade wieder weiter Klassenquest. Beim 50-50-50-50-16. Das sind dann nur noch 1, 2, 3, 4. Ja gut. Ja doch, 4 Klassen. Bei Gelehrter und Hermetiker geht ja zusammen. Angetrunken, das wird lustig. Du kannst ja auch angetrunken heilen. Das könntest du auch. Aha, du stehst Adler doch. Wundervoll. Es ist deutlich angenehmer, einen Schüler zu befragen, ohne dabei auf Nekromantie zugreifen zu müssen. Sag mir, Daria, was würdest du machen, wenn dir mitten im Kampf die taumaturgische Ausdauer versagt? Mein Zepter wie eine Keule schwingen. Ja, das Zepter ist mit Sicherheit ein Instrument des Todes. Deines Todes, du Dummkopf. Erinnere dich an das erste Kapitel. Wir gehen nicht auf Tuchfühlung mit dem Feind. Und wir probieren mit Sicherheit nicht mit einem grazilen Werkzeug der Taumaturgie auf ihn ein. Du solltest es in Betracht ziehen, deine Energien mit einer Figurie Äther zu erneuern, ehe du dich im Nahkampf blamierst. Äther, eine Gabe der Götter. Wir Taumaturgen, wie alle Magier, wissen diese Substanz zu würdigen. Aber nicht in diesem Spiel.
Daher waren wir entsetzt angesichts der Berichte über die jüngsten Aktivitäten dieser Bestien. Anscheinend hat ein Überfallkommando der Amejar einen Handelswagen angegriffen und sich mit einer ganzen Kiste kostbaren Äthers aus dem Staub gemacht. Es ist an der Zeit, dass du dein neu gewonnenes Wissen in die Praxis umsetzt. Erledige dem Amejar-Bandit und hole die wertvolle Fracht zurück. Berichte zufolge wurde ihr gepanzerter Transporter zuletzt südlich von Knochenbleich gesehen. Ah, und ich glaube, Kokubuki hat noch eine Bitte an dich. Während du den Amejar einhältst, solltest du ein paar Blutproben sammeln, wenn du die in den verkohlten Überresten noch finden kannst. Okay, ich bin deutlich weiter in... Ach doch, da. Hi, Kitty. Das ging aber schnell diesmal. Hi. Egal. Ich habe nichts. Moment, ich war nicht auf. Achso. Ach ja, du warst. Ach, stimmt, du warst ja noch hier drauf. Stimmt. Okay. Bereit. Boah, das wird meine erste Inni als Daumaturg. Boah, ich kotze ab, ey. Boah, ich hasse es jetzt schon. I hate it. Und danach wechseln wir zu Lotro. Turm Action hier gekommen, ja. Toll. Yay! Ich krieg jetzt schon die kalte Kotze, ey. Will nicht. Hast du den Taumaturgen? Na, wenigstens kommt die ran. Na, wenigstens etwas. Bei der anderen hätte ich aber auch gestreikt. Da wäre ich direkt wieder rausgegangen. Aber hey, ich habe keinen wichtigen Job. Ich muss nur Schaden machen. Ich muss so nicht mal Dinge ziehen. Oh. Ich kann eh die ganze Zeit hinterher rein. Oh. Wohin nichts machen? Auch nicht, erst wenn wir stehen. Ah. Das macht Fläche, ne? Das ist meine AOE. Wenn ich mich richtig in den Sinn habe. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, bis ich fertig gezaubert habe, ist eh alles tot. Yay, ein Feuerchen noch. I hate it. Wie gern wäre ich jetzt Heiler? Ja, gut. Eine große Gruppe war. Ja! Hätte ich gern geheilt, das Ding. Aber nein! Ich bin Taumaturg! Oh, mein Heiler-Job kommt erst, wenn ich den Gelehrten wieder habe. Aber Hermetiker bzw. Beschwörer-Gelehrter kommt erst am Ende. Das wird die letzte Klasse sein, die ich level. Weil es mit einer meiner liebsten Klassen mittlerweile ist. Obwohl ich sie ganz anfangs, also bevor sie geändert wurde, nicht abkonnte. Oh, was schlimmer ist diese Klasse hier.
ist nichts schlimmer als diese hier. Da tank ich sogar lieber. Ohne Witz, da tank ich lieber. Ich hab tatsächlich eine Klasse gefunden, die ich lieber spiele als den Thaumaturgen. Das sind Dings. Das will was heißen. Ich bleib einfach nur noch stehen und mach nichts, okay? Danke. Komm, lass mir wenigstens die Kiste, die ich öffnen kann. Bevor ich überhaupt fertig bin, ist das tot. Oh hey, Stufe 19. Drei Level schon. Achso. Hey, kann ich mal Zauber wenigstens einmal sortieren? Also, wie gesagt, bis ich fertig bin, ne? Liegt eh alles tot am Boden. Den Sinn und Zweck der beiden AOEs hier. Macht nicht viel Schaden, ne? Kann das sein? Ich brauch bitte irgendwas Schaden. War falsch. Egal.
Und Stufe 20. Wie ist das eigentlich? Der sieht aber irgendwie auch cool aus. Da ist das Ding schon wieder tot, bevor ich fertig bin. Mann, ich hasse es. Es ist frustrierend. So. 26. Ich habe 10 Level in dem Ding gemacht. Das heißt, ich kann doch morgen eine normale Stufensteigerung noch. Und ich kann Story mitmachen. Oh. Na gut, ich muss die Klassenquest aber noch wieder nachholen. Ach Gott, ich liebe den Mentor-Bonus. Der ist so toll. Ich muss den nicht ganz so lang machen. Kitty, du kommst jetzt immer mit. Bei meinen Hassklassen. Alter, 26. Das hat reingehauen. Also ich brauche die auf jeden Fall für alle Tanks. Und für den Schurken brauche ich dich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich für den Astrologen. Und oh, und für den Rotmagier. Wie lange kann man dich buchen? Ah, schön. Einfach für alles? Ja. So. Damit ich weiß, was für was ist. So. Wobei für meine Lieblingsklassen, da brauche ich keinen Mentor-Bonus. Die möchte ich gern auskosten. wie sieht das denn? Ah, okay, Unternehmungen sind abgeschlossen. So, einmal. Danke, auf jeden Fall fürs Mitkommen. Dann checke ich meine Leute noch einmal auf Unternehmung. Ich möchte das aber auch schwer, macht aber auch so viel Schaden. Ich hasse ihn einfach nur. Ich kann den Black Match nicht ab. Oh, für mich ist das eine der langweiligsten Klassen. Und ich weiß nicht, ich hasse es einfach still da zu stehen. Ich bewege mich gerne.
Also ich glaube, von den magischen Klassen mag ich nur den Hermetiker. Also beziehungsweise den Beschwörer. Ist die einzige Klasse, die ich von den magischen mag. Alle anderen kannst du mir schenken. Oh, nicht schon wieder diese Scheiß-Spielfigur. Lieber noch. Gewässererkundung. Achso, ich brauche erstmal Ausrüstung. Maximalstufe 59, Stufe 30. Zwanzig, 12, okay. Sechzehn, 21, 15, 24, ist zwar eigentlich für die falsche Klasse, aber egal. Okay. Ist zumindest ein bisschen mehr. Bei der WS bekommen, gerade bin ich jetzt bei 1233. Oh, sehr geil. Erkundung. Ja, 15:15 ist fertig morgen. Sehr gut. Ich habe bei jedem dritten Deutsch. Das stimmt. Das stimmt. Wobei, mein Passwort ist ein anderes. Oh, Scheiße. Na egal, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich gemacht. Ja. Jetzt habe ich es gemacht. Schade. Egal. Dann habe ich nur zwei auf großer Tour. Dann jetzt noch einmal nach Tridania, die letzten Sachen da abgeben. Und dann geht's rüber zu Lotro. Dann machen wir morgen weiter. Morgen geht's dann weiter. Aber vorher machen wir morgen erstmal Life is Strange. Unbedingt. Das hat Prio. Desto schneller wir Life is Strange durch haben, desto schneller können wir Kingdom Hearts spielen. Yay! Unsere Gesellschaft ist einen Rang aufgestiegen. Nice. Strang 3. Oh, wie toll.